war gerade in einer ziemlich intensiven und ausgiebigen Polizeikontrolle, nachdem wir den dreimal entwischt sind. Weil hässlich, der Affe, ist ausgestiegen und hat gesagt, was ist denn los? Was haben wir denn getan? Und wir haben alle Lachflash des Grauens, weil wir halt seit einer Stunde vor den Abbau. I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tiny bitch to pick up, I got Lucilene. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Ach ja, ja, mal gucken, was am Park geht. Auch ein paar Leute. Mal ein bisschen durchfragen, Digga, oder mal ein bisschen durchquatschen hier. Wer bist du? Digga. Digga, du bist so ein hässlicher Hund. Scheiße. Ne? Hässlich, du Fotze, Digga. Digga. An dein Haar und dein Mantel, du Hund. Frank, du hässlicher, Digga. Was geht, Digga? Was geht, hässlich? Alles klar mit dir, oder was? Normal. Hä? Heftig. Digga, seit Tagen haben wir gehofft, dich mal zu treffen, Digga. Ich erkenne dich auch mal. Deine... Digga, wie lange ist her? Digga, weiß ich, hattest du eine Nasen-OP? Ich wollte gerade sagen, die war doch früher gurkenmäßig. Die war doch größer. Nee. Die ist immer noch so schief wie vorher. Hast noch eine mehr drauf bekommen? Ja, leider. Du hast ja schon was aus dir gemacht. Mantel, Auto, wie lange bist du denn schon da? Seit gestern bin ich hergezogen. Gestern? Natürlich. Bist du alleine gekommen? Ja, ich bin alleine hergeflogen. Oh, dieser Mantel und diese Frisur. Bist du unglaublich hässlich. Ich hab mir die Haare sogar wieder wachsen lassen. Die Schuhe! Wieso, das andere Frisur? Weißt du noch, ich hatte eine Glatze. Ja, stimmt. Ich hatte mir wieder wachsen lassen, Digga. Aber ganz früher hattest du auch Löckchen. Ja, ich weiß. Dann habe ich sie mir abrasiert. Was hast du schon so erlebt, seit du hier bist? Gar nichts. Ich habe mir ein Auto gekauft, das war's. Oder die China-Frau ist ganz schön laut. Bitte? Die China-Frau redet ganz schön laut. Ja, deswegen dem Akzent. Ja, wow. Ja. Hört ihr die nicht? Genau, wir würden ein bisschen leiser, bitte. Schaltiger, was? Ich schwör's euch, wo, ja komm, wo Frankie schon auf mich zugegangen ist, ich wusste direkt, dass er ist, allein schon an seiner Cap erkennt man das und an seinem Pulli. Ja, wie hässlich bist du denn, Digga? Was geht, Ach, hässlich! Normal, ich bin's. Der schönste aus dem ganzen Land. Netter Mantel. Ja, für eine ganz kurze Sekunde. Riecht hässlich, nicht? Nee, der hat keinen Bock. Doch, ich hab gesagt, ich bin der Schönste aus dem ganzen Land, aber hab ihn ein bisschen vor mich hingenuschelt. Ja, ich glaube auch, was geht? Was geht? Alles super, den. Ja, muss, Digga, muss. Und aus wie, der Bude raus, Alter. Wie fühlt sich das an, so ein schönes Gesicht wieder zu sehen? Ich muss sagen, also, du bist gar nicht mehr so hässlich. Ja, ich wollte gerade sagen, die Nase war früher größer. Na, ich hab nochmal eine von links drauf bekommen. Kann sein, dass sie ein bisschen gerichtet wurde. Ja, also die ist tatsächlich, also es ist halb so schlimm wie früher. Es ist zwar immer noch schlimm, aber man kann dich tatsächlich mal angucken. Ja, tatsächlich. Ich hab mir sogar die Haare wieder wachsen lassen. Heißt Flappy Birds, Alter. Muss mit zwei Fingern draufdrücken auf dein Bildschirm, Bruder. Nicht nur mit einem. Ich tipp dir was, Alter. Ist wirklich so, Bruder. Mach doch mal. Aus Prinzip probiere ich das jetzt aus. Ich auch. Hä, natürlich. Oh, Ehre. Ah, merkt ihr. Ey, Bruder, Alter, voll der Genie hier. Trotzdem sterbe ich. Ja, aber trotzdem ist es besser. Normal. Fuck you, direkt null. Ja, wie lange hast du gebraucht, das herauszufinden? Schon ein paar Toilettengänge tatsächlich. Richtiger Profi. Nimm einfach vier Finger. Vier Finger? Ja, jetzt sehe ich deinen Augenring an, dass Drogen gut klingen, Digga. Okay, welche Mülltonne nehmen wir? Einfach die nebendran, Digga. Scheiß drauf. Let's go. Let's go. Du redest mit da rein. Geh du rein. Nein, lass ihn das mal reingehen. Okay. Digga, ich hab nichts dabei. Ja, genau, ja. Mach mal du, Skelettkopf. Okay, da seid ihr bereit. Hallo, der Herr. Haben Sie Wandermagazine? Und jetzt alle die Hände hoch, Motherfuckers! Was? Alle die Hände hoch! Ey, du bist so dumm, Digga. Der Kofferraum ist nicht mal leer, du. Warum nicht? Ja, mach den mal leer. Ach so, ja, dann chillt einfach. Behaltet den im Auge. Mach das in deine Taschen.
Passiert das hier öfter? Die zwei Sachen. Hast du leer gemacht? Ja, ja. Ja. Jetzt hau ich dich mal, nimm die Knarre runter, ja. Hände hoch. Mach leer den Scheiß! Nee. Hä? Mhm. Ich glaube, du bleibst da! Ich glaube, ich hab mal eingepollert. Halt die Fresse! Halt deine Fresse, du hässliches Ding! Meine Beine sind warm. Hast du dich eingepisst? Ich glaube ja. Der hat sich eingepisst, Digga. Rufen Sie die Polizei. Digga. Also müssen wir uns noch drei Shops machen, ne? Oder wie war das? Ja, wir wollen auch ihm eine Maske holen kurz, oder was? Ja, genau. Ja, ja. Maske, genau. Und dann einzahlen, oder wie? Ja, ja. Ah. Wer einzahlen will, kann einzahlen. Kopf aus. Oh, er macht direkt. Und die kommen uns hinterher, wir sind zu schnell. Wollen wir uns? Ja, ja. Ja, aber die kriegen uns halt nicht. Guck mal hier, Digga, Großeinsatz, oder was? Was ist hier los, Alter? FIB chillt am Bug. Hab ich die Bullen kommen, ey. Nein, 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 die hängen noch am Ei. Die hängen uns immer noch am Ei. Fahr mal links, rechts, Kombination und so, weißt? Fahr den entgegen. Damit rechnen die niemals. Der Drift war too much, glaube ich. Wir kommen alle in den Knast, Digga, wir kommen alle in den Knast. Scheiße. Digga, komm hier. Yo, Frank, Junge. Alter, Trick 19. Jetzt fahren aber die vom Park los. Ach, Bruder. Stecken die fest? Ich glaub, die stecken fest. Die sind irgendwo da. Die kommen nicht durch wahrscheinlich, weil der Wagen zu breit ist. Ja. Die stecken fest wieder wie bei der Geburt. Ja. Ja. Frank, nochmal Glück gehabt, Digga. Du bist heftig. Ich glaube, ein bisschen Pech haben wir wegen Kennzeichen jetzt, ja. Nein, die haben das niemals gelesen, Digga. Erzähl niemals, mir. Niemals, nie. Also, wenn die das gelesen haben, oder. Wie viele fahren dieses Auto hier? Ist das oft zugelassen? Jede Menge. Ja? Ja. Also, ich sehe es mindestens viermal am Tag. Na gut. Digga, wollt ihr mich das sagen? Ist Frank, das ist ein scheiß Russenbomber, Digga. Das Ding fährt jeder. Also, ich hab dir erst nicht geglaubt, wo du meintest, das hat sich gelohnt, das Auto zu kaufen, aber jetzt schon. Frank redet auch gar nicht mehr. Ich glaube, der war gerade ein bisschen aufgeregt, Alter. Du hast auch kurz gedacht, gefickt, ne? Ich hab das gut gemacht, finde ich. Ja, hast du auch. Ja, ja, aber trotzdem hast du kurz gedacht, gefickt. Weil du nicht wusstest, ob es da hinten rausgeht, ne? Kurzzeitig hat er gedacht, jetzt ist es vorbei, Digga. Ich weiß es ganz genau. Flossen hoch, das ist ein Überfall. Oh, Alter. Leer? Ja. Fährt mal jemand anders, bitte. Hässlich. Na, warte, lass mich die Maske ausziehen. Sollten wir alle tun. Wohin? Irgendwo einen in der Stadt. Die nervt mich langsam. Ich lohnt's dich. Okay. Thanks. Hier? Ja, fahr weiter jetzt, ist egal, fahr weiter. Ja, er sagt genau, wenn ich das links habe, links. Jetzt links so. Genau. Jetzt aber die nächste links. Die nächste. Digga, du bist absolut. Die nächste links und du fährst die links, die gerade da ist. Hier. Bullen, chillt mal. Oh, ist doch. Digga. Warum haben wir das klar? Was wollen die denn schon wieder? Jeden Tag. Kann man rechts ranfahren, bitte? Ja, gerne. Ja, ich fahr rechts ran. Ey, halt's Maul, Digga. So fangen wir erst gar nicht an, Alter. Pack rein. Pack rein. Kann ich nicht. So, dann Digga. Einmal der Fahrer bitte aussteigen. Ich hab die jetzt irgendwie weitergegeben. Ich sitz hinten, Digga. Wie soll ich die reinpacken? Oh Gott. Hey, wir haben noch kein Führerschein. Wir haben mein Kennzeichen, Bruder. Wenn die mich wieder ficken, sag ich, du warst das. Sag, ich wurde geklaut. Digga, ich lass mich doch nicht ficken, Mann. Ich hab keinen Führerschein.
Ja, das Auto lässt sich fahren wie eine Kartoffel, ja? Ja, ich auch, das meine ich ja. Jeder Hobel spürst du bei dem Auto. Ja, geht das Scheißlicht nicht aus? Die fahren parallel zu uns, ne? Das weißt du. Fahr links hoch, fahr links hoch, fahr links hoch. Hier links hoch. Ach ja. Scheiße. Lass dich in Zukunft einfach nicht mehr kontrollieren, Frank. Einfach drauf scheißen. Ich werde auch bei Bullen nicht mehr anhalten. Siehst du, klappt ja. Bist eh immer gefickt. Egal, was du machst, bist gefickt. Hört ihr sie noch? Nein. Oh, der ist zum Kotzen, Digga. Scheiß Cops. Yo. Ja. Oh, wohin jetzt? Ich fahr weiter hoch. Denkt an das Kennzeichen des Autos, ne? Das kannst du. Lass mich, halt aber kurz vorher an, ich ruf Gude an, weil der arbeitet locker da oben. Ich will kurz auskommen, wie viele da stehen und Co. Okay. Dass wir nicht blind reinfahren. Was geht, wo bist du? Weil wir mal eben Steuern für unseren Waldgrundstück nehmen wollen und ich wissen will, ob du da oben stehst. Was heißt, ist die Hölle los? Oha. 15 Autos beim Verkäufer. Okay, mir geht's aber ums Waldgrundstück oben. Ciao. Wir stellen als Verkäufer hin und kassieren da, Alter. Ja, ich mach die Karte auf. Ich bin jetzt... bei welchem Wald meinst du denn, Digga? Ganz oben in Palito oder unten drunter beim Sägewerk und Co.? Okay, Palito. Ja. Wir sind von Greenpeace, Digga, und die sollen aufhören, den Wald abzuholzen. Ist so. Nicht hier. Nicht hier rein. Nicht hier. Ja, aber da waren Cops, oder? Ja, die wenden. Oh, Digga, ich schwör's, ich hab keinen Bock mehr zu fahren, ja? Ach, gut. Ja, du kannst ja auch den Berg nicht Polen so krass verfolgen. Ja. Ich muss kurz auflegen. Nein, aber die. Oh, lass nicht drüber reden. Hat wieder, von uns hat keiner einen Führerschein, das sind wieder Waffen im Auto und so, weißt du? Sind das Sheriffs? Lohnt einfach nicht anzuhalten. Ja. Wir fahr weiter, Digga, die riechen uns. Okay. Ja, gut, Gude. Digga, was ist das für ein Kackauto? Die machen so Pferden lesen und so. Ich verstehe kein Wort, Gude. Halt mal auf der Brücke an, bitte. Ja, mach ich. Aber das Licht ist auch noch. Da kommen sie, sie kommen. Ja, ich muss auflegen, Digga. Wow. Hoffentlich rammt er die. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Digga, ja, fährt denn er fährt quer, er fällt ein, Digga! Juckt ihn nicht, guck mal, Berg runter! Nein! Digga, ich liebe dieses Land. Er ist Amerika. Direkt mit uns, Digga! Nix, oder fahr einfach! Ich wünsch mir auch, es nicht gesehen zu haben. Digga, kannst du gar nicht schnell fahren, Alter. Also, hört mal ganz kurz zu, Jungs, da ist wirklich die Hölle los da oben. Es sind 15, 16 Autos stehen da rum. Also, da ist die Hölle los. Digga, hinter uns ist die Hölle los. Fuck mal! Scheiße, ey, wir sind irgendwie den ganzen Tag in einer durchgehenden Verfolgungsjagd. Oh, fahr vorsichtig, bremsen! Hier auf jeden bremsen. Ja, chill, ich kann fahren. Boah, bitte fallt runter. Jetzt haben wir es. Digga, die kommen von hier oben, die kennen die Wege. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich hasse das Fahren. Rechts. Fahr hier rechts. Was rechts? Ja, fahr links jetzt, scheiße. Lass ihn einfach fahren. Also, boah. Ach du Kacke. Das ist kein Geländewagen. Ich schwör's ja. Ja, der schlittert aber auch. Das anders, das ist wie Schlittschuhbahn. Ne? Ja. Aber sie holen uns ein, Digga. Weil sie wieder ihre Gelände-Dings. Ach, leck mich doch, ja. Alter. Wende, fahr, gib Gas. Leute, ja, wunderschönen guten Tag. Sheriff Department, stehen bleiben. Ja, wunderschönen guten Tag. Das sieht uns nicht. Digga. Boah, Bruder. Erster Tag mit dir, ich setz ein. Digga, du wirst jeden Tag einsitzen. Gewöhn dich dran. Alter. Nee, Digga. Oh, stehen bleiben, spricht Sheriff Department. Oh. Stehen bleiben, Zündung aus, die Hände nach oben. Schlüssel ins Armaturenbrett. Fahrer aussteigen. Und die Hände nach oben. Was gibt's denn?
So, der Fahrer einmal Richtung Streifenwagen an der hinteren Tür mit dem Gesicht zum Fahrzeug stehen bleiben. Okay. Ja, eine Streife. Eine Streife. Aktuelle Display. Ist was passiert? Haben sie irgendwas dabei, was sie nicht dabei haben dürfen oder dass ich mich verletzen könnte? Nee, ich bin sauber. Ja, man, so kein Messer. Gar nichts. Kein, gar nichts. Nix. Alles klar. Dann durchsuche ich sie jetzt. Fangen wir mal bei den Schultern an. Ein bisschen breit bin ich auch. Ist das echt? Ja, ist das Eschpelz oder was? Nee, das ist Kunstpelz, glaube ich. Glauben Sie. Aber wissen tun Sie es nicht. Habe ich vom Pakistaner gekauft. Pakistaner. Gut, hast du die Hände erstmal oben? Irgendwelche spitzen Gegenstände dabei, an denen ich mich verletzen, schneiden oder stecken könnte? Gar nichts. Besser fahren Sie gleich. Immer mal kurz Ruhe halten. So, Taschen sind leer. Würden Sie bitte einmal die Tasche auf den Boden stellen? Ja. Der Mitfahrer hinten links legt das Handy weg. So. Einmal bitte ein Stück hier zur Seite treten. Mhm. Sag mal, bist du taub? Leg das Handy weg! Mann! Gut, Sie dürfen die Hände runternehmen, die Tasche wieder aufheben. Sag mal, wollte mich verarschen, Beifahrer aussteigen. Der Schlüssel steckt doch, sehe ich doch von hier. So, Sie dürfen dann auch weiterfahren, allerdings mit Beifahrer. Hey, Beleidigung, okay. Das möchte ich gut. Entschuldigung, was das ist. Ebenso. Servus. So, dann die Herrschaften. Noch einen schönen Abend, gute Weiterfahrt. Ja. Vielen Dank. Ja, wie ist Ihr Name? Darf ich das mal wissen? Brian Casey. Brian Casey, alles klar. Vielen, vielen Dank. Jo, gar kein Problem. Und schönen Abend noch. Führerschein dann erneut. Können Sie einmal vom Gas gehen? Alles klar, machen wir. Und du wartest mal ab, Digga. Wenn wir zu Hause sind, gibt's richtig Ärger. Wer jetzt? Nicht. Das doch. Ist dann zu Hause. Ja, alles klar, vielen Dank. Schönen Abend. Schönen Abend. Digga, merkt euch den Namen, das ist der beste Sheriff von. Digga, wenn er redet, ich schwöre, er ist Chuck Norris, Bruder. Wenn er redet, ich krieg Angst, Bruder, dass er mich tötet. Aber irgendwie auch nicht, weil er sowas Väterliches hat. Wie heißt der Mann? Ich war gerade in einer ziemlich intensiven und ausgiebigen Polizeikontrolle, nachdem wir den dreimal entwischt sind. Weil hässlich, der Affe ist ausgestiegen und hat gesagt, was ist denn los? Was haben wir denn getan? Und wir haben alle Lachflashes des Grauens, weil wir halt seit einer Stunde vor den abhauen.